So, moin moin. Heute wird es so ein bisschen darum gehen, wie sieht so ein Fall aus dem Verbunden aus? So, zumindest unter Linux, wie das unter Windows und unter Mac aussieht. Mac hat zwar auch Unix und viele Wurzeln, aber sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Ich werde mich immer auf Linux konzentrieren. Genau, ich habe mir halt gedacht, ich hatte ja mal gefragt, ob es da Interesse gibt und es kam Interesse zurück, so was so unter Slash so alles rumliegt und Wurzelverzeichnis. Und ich habe mir gedacht, ich wollte mir so ein bisschen erklären, wozu diese Einzelverzeichnisse da sind. Wer hat sich das Ganze schon mal näher angeguckt, diese Hierarchie? Definieren näher. Wer hat mal einen Blick drauf geworfen und sich gefragt, was da so los ist? Vielleicht auch mal sich geguckt. Okay. Wer ist da schon darüber hinausgegangen, sich zu fragen, was da so los ist? Sehr gut. Okay. Ich habe gedacht, ich werde einfach mal so ein bisschen gruppieren, ein bisschen ordnen, ein bisschen erzählen, was so los ist. Und womit man zum Beispiel anfangen könnte, wäre hier so das Home. Ist das hier. Home ist der Ort, irgendwo möchte man seine persönlichen Dateien abliefern. Home ist der Ort, wo man das im Allgemeinen macht. Jeder Benutzer bekommt so einen Ordner in Home und da liegen auch so die persönlichen Konfigurationsdateien und die persönlichen Dateien. Jeder Benutzer mit Ausnahme des Root-Benutzers, der hat nämlich nochmal ein eigenes Home. Das liegt hier. Erste Frage, die man sich stellen könnte, warum hat denn der, ich meine, der ist schon irgendwie besonders, aber warum hat denn der so ein separates Home? Das hat zum Beispiel einen praktischen Grund. Was häufig gemacht wird, gerade so, wenn man so Arbeitsgruppenrechner hat, ist, dass man so ein Home irgendwie ins Netzwerk legt, so in so ein Netzwerkshare oder so. Und ein Nutzer ohne Home kann sich nicht anmelden. Wenn also das Netzwerk nicht da ist, könnte sich, wenn Root sein Home auch hier im Home liegen hätte, könnte Root sich halt auch nicht mehr anmelden. Das heißt, ich kann das Netzwerk auch nicht wiederherstellen, weil ich mich auf der Kiste überhaupt nicht einloggen kann. Das ist so einer der Gründe, warum Root hier ein separates Home bekommen hat. Direkt unter der Wurzel, weil die normalerweise immer lokal auf der Kiste liegt. Eine weitere Sache, wo man so zwei Verzeichnisse hat, die irgendwie ähnlich sind, sind hier Media und Mount. In beiden werden Dinge gemountet. Und im Fall von Media ist es so, dass Media einfach für Wechseldatenträger gedacht ist. In Media kommen so Sachen wie USB-Sticks, werden möglicherweise auto-gemountet hin und solche Sachen, externe Festplatten, SD-Karten. Während Mount mehr so gedacht ist, als ich hänge da mal manuell so eine Platte rein, weil ich zum Beispiel irgendwo mir eine Platte starte nicht oder ich möchte eine Platte wirklich manuell mounten, dann habe ich hier so einen Mountpoint, wo ich die einfach reinhängen kann und dass ich mir extra noch einen Mountpoint erstellen muss. Das ist so der Unterschied. Eine weitere relativ einfache Sache ist hier Boot. Das habe ich hier irgendwo unten hier. In Boot liegen einfach so alle Sachen, die ich so zum Booten brauche. Wir können mal reinschauen. Boot. Da liegen zum Beispiel hier so ein Linux-Kernel und so ein SysLinux mit einem Bootloader und so ein InitRamFS. So alle Dinge, die man so braucht, um das System zu starten. Die sind alle so in Boot konzentriert. Hat den Vorteil, wenn man eine verschlüsselte Partition zum Beispiel hat, kann man alles verschlüsseln bis auf Boot, weil im Boot alles liegt, was man braucht, um diese verschlüsselte Partition aufzumachen. Genau. Das wären so die drei. Und dann kommen wir vielleicht mal so zum. Machen wir weiter? Ja, machen wir mal bei Temp weiter. Temp, wie man sich vielleicht. Wo haben wir es? Da oben haben wir es. Wie man vielleicht schon erahnen könnte, ist Temp gedacht für so temporäre Dateien. Jetzt gibt es aber, wenn wir uns hier mal so slash var angucken, das ist hier oben, werden wir sehen, dass wir hier auch nochmal so ein Temp haben. Das heißt, wir haben in unserem System zwei Temps. Das ist natürlich die Frage, die man sich möglicherweise stellt, wozu denn das? Das hat einen einfachen Grund. Das Temp, was wir hier in der Wurzelstruktur haben, dieses Temp hier ist dafür gedacht, temporäre Dateien abzulegen. Aber man kann sich hier nicht darauf verlassen, dass temporäre Dateien, die man da ablegt, auch wirklich über Restarts hinweg bestehen bleiben. Wenn man zum Beispiel Systeme hat, auf denen System D läuft und das manuell gemacht hat, häufig ist Temp nämlich dann ein TempFS. Das heißt, in dem Moment, wo man seine Kiste runterfährt, wo man den Strom abschaltet, ist der Ordner so autogeleert. Wenn man irgendwelche temporäre Dateien hat, die aber dann doch nicht so temporär sind, dass man sie nur einen Boot brauchen möchte, dann geht man nach var und legt sie halt in var-temp ab. Var-temp ist dazu gedacht, dass man tatsächlich temporäre Dateien hat, die aber über mehrere Boots hinweg hat. War im Allgemeinen, man sieht hier noch verschiedene andere Sachen, zum Beispiel hier Log. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man Log-Dateien ablegen kann. Dann gibt es hier sowas wie Cache irgendwo hier vorne.
Im Ganzen war eigentlich dazu gedacht, var für Variables, wie man vielleicht vermuten könnte, ist so dazu gedacht, dass man alles, was irgendwie variabel ist, zum Beispiel hier Mail, das ist in dem Fall jetzt ein Symbol, aber alles, was in irgendeiner Weise sich verändern könnte während des Betriebes, kann man so unter var legen. Auf Webservern zum Beispiel liegt unter slash var slash www zum Beispiel die Webseiten. Das sind so Sachen, die man da auch ablegen kann. Genau, soviel zum Thema var. Jetzt gibt es noch einen, nämlich SRV, der überschneidet sich manchmal so ein bisschen mit var. SRV ist da für Services. Alles, was irgendwie so ein Computer ausliefert. Zum Beispiel FTP-Dateien kann man auch unter SRV legen. Oder auch zum Beispiel so ein HTTP-Server könnte man auch unter SRV legen. Da gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, das entweder unter SRV zu legen oder unter slash var slash www, wie ich gerade schon erwähnt habe. Das ist so ein bisschen, muss man halt schauen, wie man es macht. Fully Automatic Install zum Beispiel, der Bjarne werden das kennen, indem man automatisch Rechner installieren kann, legt seine Konfigurationsdateien, nämlich glaube ich auch hier unter und das Server sagt. So, das sind die Sachen, die relativ straightforward sind. Kommen wir jetzt zur ersten Beobachtung, die vielleicht so ein bisschen, wo wir ein bisschen in die Geschichte reingehen müssen. Wir sehen hier dieses Add hier hinten, zeigt, dass das Ganze Symlinks sind. Hier haben wir zum Beispiel bin, das ist ein Symlink, lib ist ein Symlink, sbin ist auch ein Symlink. Und jetzt gibt es nämlich nicht nur hier bin, sbin und so, sondern es gibt, wenn wir mal in USA reingehen, werden wir sehen, oh, hier gibt es auch nochmal so ein bin und hier gibt es auch nochmal so ein lib und hier gibt es auch nochmal so ein sbin. Dieses S-Bin ist eigentlich auch gar nicht kein S-Bin mehr, sondern dieses S-Bin hier ist ja ein Symlink und das zeigt eigentlich auch dieses Bin. Und das sieht alles vollkommen krude und vollkommen gewachsen aus und ich möchte vielleicht kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Zuerst einmal die Frage, warum hat man hier ursprünglich waren das alles wirklich Ordner für sich selbst. In allen Ordnern lagen Dinge drin, in allen Ordnern lagen auch unterschiedliche Dinge drin. Die Frage, warum man hier einmal in seinem Wurzelverzeichnis einmal ein Bin und ein S-Bin hat und dann einmal hier unter USA nochmal separat, hat historische Gründe hauptsächlich, was auch der Grund ist, warum es jetzt nicht mehr so ist. Die historischen Gründe waren folgende. Früher gab es mal so eine Zeit, da war man mit so einer 3-Megabyte-Festplatte der geilste Hengst auf dem Platz. Das Problem an so einer 3-Megabyte-Festplatte ist nur dummerweise, da passt nicht ganz so viel drauf. Was man also gemacht hat, ist, man hat slash USR, die Unix System Resources, wo die meisten Binaries einfach lagen. Moin Moin. Wo die meisten Binaries einfach lagen, hat man auf eine separate Platte gepackt. Und sobald das System gestartet ist, hat man halt das System gestartet, hat diese separate Platte eingehängt und hat halt das komplette System. Das Problem ist, um so eine separate Platte einzuhängen, braucht man so ein Mount-Binary. Sonst wird das nichts mit dem Einhängen. Und deswegen war Mount zum Beispiel eine von den Sachen, die man wirklich brauchte, um wirklich zu booten. Und dann hat man die einfach ins Wurzelverzeichnis gelegt, weil man gesagt hat, okay, USA können wir auf eine separate Partition packen. Und das, was hier einfach liegt, im Wurzelverzeichnis, das wird vermutlich auf der ersten Festplatte liegen. Und auf diese Weise hat man sich halt geholfen, dafür zu sorgen, dass man dieses Mal wirklich auf eine andere Platte legen könnte und trotzdem noch ein sauberes System hatte. Dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen Bin und S-Bin, die ich relativ fix ableiten kann. Bin sind Binaries oder irgendwelche Programme, actually liegen da auch so Skripte, die nicht wirklich Binaries sind, aber so, alles, was executable ist, liegt so unter Bin. Und S-Bin war mal dazu gedacht, dass man so System-Binaries hatte. Sowas wie, was der Systemadministrator braucht, was Root braucht, was aber der normale Benutzer nicht braucht. Einfach damit man so Binaries, die der Systemadministrator braucht, nicht beim Path des Nutzers hatte. Weil der die sowieso nicht benutzen kann, wegen keine Rechte und so. Genau, mittlerweile ist es aber so, wie man vielleicht wahrgenommen hatte, werden Festplatten so ein bisschen größer und dementsprechend USA auf eine separate Partition zu legen, ist halt heute einfach nicht mehr notwendig. Und es sorgt einfach nur dafür, für eine Abwägung, was für Binaries tue ich jetzt unter slash bin und was für Binaries tue ich jetzt unter slash USA slash bin. Und eigentlich ist das ja vollkommen überflüssig und deswegen gibt es momentan diese Bewegung, dass man einfach sagt, ja, eigentlich brauchen wir hier dieses bin eigentlich gar nicht mehr und dieses S-Bin auch gar nicht mehr. Lass uns einfach alles unter USA packen. Ja. Warum will man Bin und S-Bin abschaffen und nicht User-Bin und User-S-Bin? Weil man gesagt hat, USA sind statische Files, alles was so irgendwie, das sind halt so, der Name Unix System Resources leitet sich einfach daraus her, dass man gesagt hat, da liegen alle so statische Files, alle Programme und so weiter, alles was man so braucht im täglichen Betrieb,
liegt eben unter USR für Unix System Resources. Und Slash ist eigentlich mehr so die grobe oder die obere Verwaltungsebene. Da hat man so Sachen wie etc zum Beispiel, das Konfigurationsverzeichnis, und da hat man Home für die Homes, und dann hat man USR für alle so Binaries und Libraries und so. Deswegen hat man gesagt, dann sammeln wir einfach alles, was irgendwie Binary ist, alles, was executable ist, sammeln wir dann unter USR. Dann haben wir es da alles geordnet und haben dann nicht irgendwie. Dann haben wir auch ein bisschen weniger wirklich unter Slash liegen. Am Ende ist es natürlich eine arbitrary Entscheidung, welchen Binary man nimmt. Aber aus den Gründen ist zumindest mein Vermutung, hat man sich dafür entschieden, dass man das unter USR packt. Müsste ja lib dann auch mit wegfliegen, ne? Genau, und wie man es hier sieht, lib ist actually auch ein Symlink. Aus denselben Gründen, nicht nur braucht man halt beim Boot bestimmte Binaries, sondern entsprechend auch bestimmte Libraries, denn bestimmte dieser Binaries brauchen bestimmte Bibliotheken, um zu funktionieren und so. Und es ist natürlich super, man bootet ein System, juhu, ich habe das Binary, ah verdammt, ich habe die Library dieses Binaries im Laufen braucht auf USA vergessen. Meh, kannst du. Deswegen hat man hier genau dasselbe Problem gehabt. Und auch hier gibt es dieselbe Bewegung, dass man das alles unter USA sammelt. Einfach damit man da ein bisschen insgesamt ein bisschen aufgeräumt das Ganze hat. Das hier ist jetzt ein Arch. Arch hat das Ganze schon komplett durchexerziert. Wir sehen hier, bin ist ein Symlink auf bin. S-bin ist ein Symlink auf USR S-bin, was auch wieder ein Symlink auf bin ist. Und die Libraries hier sind auf jeden Fall auch gesymlinkt auf USR-lib. Fedora hat, glaube ich, den USR-lib-Move auch schon gemacht, den USR, also alles in USR-lib zu bewegen. USR, ja. Also beim aktuellen Arch gibt es auch kein Slash Media mehr. Habe ich jetzt gesehen. Ah, okay, es gibt schon kein Slash Media mehr. Das ist spannend. Das hat mich auch etwas gewundert. Okay. Das hatte ich so noch nicht bemerkt, aber es ist interessant. Da wüsste ich gerade auf die Gründe nicht, warum man das tun wird. Das müsste ich mal nachgucken. Ja. Also genau, Arch hat so diesen kompletten Move schon hinter sich gebracht, weil die jetzt einfach gesagt haben, komm, ganz oder gar nicht. Fedora. Arch hat auch den Vorteil, dass die kaum Geschäftskunden haben. Einfach aus der Distribution heraus, so für Geschäftskunden ist das nicht wirklich sinnvoll. Fedora zum Beispiel hat den USR-lib-Move, glaube ich, schon gemacht. Den Bin-Move nach USA haben sie noch nicht. Debian hat, glaube ich, noch keins von beiden gemacht. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber es gibt auf jeden Fall die Pläne, zumindest bei Fedora sind auch, dass die mit dem Bin noch nachziehen. Und auch diese Sache, dass man hier diese Unterscheidung zwischen S-Bin und Bin aufgibt, dass man sagt, ja, die User haben für diese Binaries sowieso keine Rechte, also was geht schon kaputt, lassen Sie es einfach alles in Bin schmeißen, dann brauchen wir nicht uns zu überlegen, ja, dieses Binary braucht der System Administrator, dieses Binary braucht das auch oder brauchen die User das auch, denn zum Beispiel, ich kann auch als User Mount benutzen, denn mein System Administrator in der FS-App, was definiert hat, was ich mounten kann, kann auch ich Sachen mounten. Nur im Allgemeinen habe ich das ja nicht. Aber kommt Mount jetzt unter S-Bin oder kommt das unter Bin? Und einfach S-Bin komplett wegschmeißen und halt unter Bin packen. Passt schon. Genau. Und wenn wir schon gerade in den USA sind, Include sind einfach Include-Files für Programmierung. Wer schon mal C gemacht hat, wird das Include kennen. Und hier werden einfach alle Include-Files, alle Sachen, die so auf der Platte liegen, gesammelt, dass man die einfach von da inkluden kann. Und die Libraries liegen halt entsprechend hier in lib. Genau. Share sind einfach Dateien, die über mehrere Pakete hin geteilt werden, zum Beispiel Zeitzoneninformationen oder solche Sachen. In Sourcen kann man Sourcen legen. Und hier haben wir wieder so ein Var, wieder so ein Variable. Was ist denn da so drin? Ah, das sind Logdateien drin. Genau. Wir würden uns erinnern, wenn wir uns an slash var erinnern, da haben wir auch einen Log. Also es gibt ja so, dass so das Prozess bestimmte Logdateien annehmen manchmal, wenn sie signalisieren wollen, ja, ich bin gerade da und ich tue gerade Dinge und wenn dich interessiert, dass ich meine Dinge nicht versaue, dann schau bitte vorher, ob ich deinen Logfile abgelegt habe, um zu demonstrieren, dass du mir jetzt nicht in die Schale crasht. Warum man das unter USA-Log legen sollte, erschließt sich mir nicht wirklich. Aber whatever. Genau. Da waren Fragen dran oder? Ja. Okay. Genau. So, das war diese ganze Sache mit Bin, S-Bin und wo USR überhaupt herkommt. Und was wir dann noch haben, was jetzt noch bleibt, sind zum einen ETC. ETC zum Beispiel ist das Konfigurationsverzeichnis. Leute, die das System selbst administrieren, werden das schon mal in der Hand gehabt haben. Da liegen reihenweise Konfigurationsdateien für alles. Also User.
Da gibt es auch momentan eine interessante Entwicklung. Es gibt eine Bewegung dahingehend, dass man nach Möglichkeit etc. nicht mehr irgendwie einfach mal alles haben möchte, sondern dass Pakete Standardkonfigurationen schicken sollen, die dann auch wieder unter Unix System ich glaube, USHLib sollen die hin. Und dass ein Prozess einfach guckt, gibt es in etc. eine Konfigurationsdatei? Und wenn nicht, nehme ich einfach die aus USHLib. Das hat dann den Vorteil, dass man wirklich in etc. nur noch die Konfiguration hat, die man auch wirklich selbst angelegt hat, die man auch selbst verändert hat. Und nicht mehr einfach mal alles von hier bis nach China und so. Einfach so als Aufräumen. Aber das ist noch nicht so wirklich gediegen, dass es momentan noch mehr in den Finishen ist. Genau, schlussendlich, dann hatte ich glaube ich alle, bis auf Proc, Run, Dev und Sys. Jo. Für was steht etc.? etc. steht einfach für etc. Irgendwas, was sonst noch so über ist. Okay. Und genauso sieht der Ordner halt auch aus. Deswegen gibt es halt diese Bewegung, dass man das Ding vielleicht so ein bisschen auslisten will. Ich kann es ja mal reingehen. Da ist einfach Gott und die Welt drin. Ich habe 10% von den Dateien vielleicht irgendwann mal angepackt. Es ist einfach, da ist halt wirklich Gott und die Welt drin. Du weißt, dass du LX auch direkt Pfade übergeben kannst. Ja, aber ich kann mich auch einfach in das Verzeichnis bewegen, dann weiß ich, wo ich bin. Genau, dann muss ich nicht, wenn ich dann irgendein Verzeichnis wechseln möchte, cd.//, und dann irgendwie, und ja. Dann bin ich einfach in dem Verzeichnis. Ja, man kann auch immer absolute Faden nutzen. Ich kann auch knapp an der Backe nehmen und Samba tanzen. Ist ja Jacke wie Hose. Ja, genau. Ah, ich sehe gerade Lost and Found. Lost and Found geht relativ schnell. Lost and Found ist ein Verzeichnis. Stellt euch folgende Situation vor, ihr habt euer System und ihr habt einen Prozess, der hat so eine Datei offen. Und ihr löscht diese Datei, aber der Prozess hat die Datei noch offen. Das heißt, die ist irgendwo noch da, der hat die ja noch offen. Aber sie ist irgendwie nicht mehr im Dateisystem. Und dann zieht ihr den Stecker. Weil ihr es könnt. Und dann ist der Strom weg. Und dann ist das Dateisystem irgendwie so, die Datei ist irgendwo noch da, aber sie ist auch nicht mehr referenziert und ne? Und was dann passiert ist, da rennt erstmal so ein Falls zum Check raus, der sagt, oh ja, die Platte ist irgendwie nicht so geil aus, ich guck da mal drüber. Und der findet dann diese Datei wieder, die noch da ist, weil sie ja noch gebraucht war, aber sie war nicht mehr referenziert, das heißt, er kann sie irgendwie nirgendwo hinsortieren. Und dann stoppt er die einfach unter Lost and Found. Einfach so, damit man, wenn man so einen Fall hat, diese Datei vielleicht noch braucht, weil sie ja noch geöffnet war, dass man die nochmal wieder hat. Man kann sie aber einfach drehen. Ja, mit Lost and Found auch gemacht? Standardmäßig nicht. Standardmäßig sammelt sich ja alles an, bis du das Ding mal leer machst. Du kannst natürlich hingehen, das ist als Template erstmal auch, und dann wird es bei jedem Boot neu gemacht. Also einfach das Kabel wieder anlegen. Sobald du den Strom wegnimmst, ist es dann leer. Aber das ist normalerweise nicht gewollt, weil da. Es passiert auch actually relativ selten, dass da was läuft. Ich glaube, ich. In meiner ganzen Zeit ist es mir noch nie passiert, dass irgendwas in Lost and Found aufgeschlagen ist. Das kommt schon richtig so häufig vor. Aber ist das ein Standard für alle Challenge-Files-Systeme oder ist das spezifisch jetzt für Das ist vom File System Hierarchy Standard, das ganze Pro, was liegt, ist ja mal standardisiert worden. Der Standard hat das tatsächlich spezifiziert, unabhängig vom File System, soweit ich weiß. Inwiefern man den File System Hierarchy Standard noch sklavisch befolgen will, ist halt eine Frage, ist halt aus der Zeit, wo man sich mit 3 MB Festplatten wie der geilste Hengst auf dem Platz befindet. Dementsprechend steht diese /bin und /USA-Bin Unterscheidung noch im File System Hierarchy Standard drin. Die halt heutzutage nicht mehr wirklich viel Sinn macht. Aber die Grobstruktur ist halt auch spezifiziert und Lost and Found ist auch im Standard schon spezifiziert. Genau. Genau, schlussendlich bleiben da noch so 4 Verzeichnisse, nämlich /run. Wo bist du? Da bist du. Proc. Sys. Und Dev. Und Proc. Ja, und Opt, genau, stimmt. Opt ist relativ einfach. USR, Unix System Resources, für typischerweise, man hat also eine Linux-Distribution, man hat seinen Paketmanager, man hat seine Paketquellen und die arbeiten alle auf USR. USR wird zum Allgemeinen gesagt, USR, da macht der Distributor und du lässt von USR nach Möglichkeit die Finger. Also irgendwelche, wenn zum Beispiel ein Skript kaputt ist und das liegt in USR, man geht nicht mit Vim in USR rein. Das ist nicht, also man kann natürlich im Prinzip die Sache damit fixen, aber man packt USR einfach manuell nicht an. USR packt der Paketmanager auch man selbst nach Möglichkeit nicht. Dann weiß man auch, dass zumindest in USR nichts kaputt gehen kann. Und Opt ist so für optional Pakete, wo
wo man halt, wenn man dann selbst mal irgendwas installieren möchte, so Make-In-Store zum Beispiel, das sollte man vielleicht nicht unbedingt nach USA schmeißen, sondern eher so nach Ort. Das ist so die Konvention. Dann weiß man, in Ort ist das alles, was ich reingefurzt habe, und in USA ist alles, was so vom Paketmanager kommt. Und bei USA weiß ich, alles, was in USA ist, hat auch mein Distributor mal drüber geguckt, und bei Ort halt nicht. Genau. Deswegen gibt es Ort für optional Pakete. Es kommt auch manchmal vor, dass ein Distributor irgendwas im Opt installiert hat, aber im Allgemeinen ist es so, der Distributor beschränkt sich auf die USA, oder der Paketmanager beschränkt sich auf die USA, und man selbst Vorwerk hat Opt. Genau. Richtig, damit habe ich alles durch. Genau, LIP64, falls das jemanden wundert, so 32, 64 Bit. Es gibt dann LIP und es gibt LIP32 und es gibt LIP64. Und manche verlassen sich auf LIP64 und andere verlassen sich auf LIP. Wobei LIP natürlich auf dem 32-Bit-System 32-Bit-Bibliotheken sind und auf dem 64-Bit-System 64-Bit-Bibliotheken, und deswegen nehmen manche einfach LIP64. Und was einfach passiert ist, LIP, da sind die Bibliotheken drin für dein System. Und wenn du, und jetzt geht mir langsam der Saft aus, und LIP64 wirklich einfach auf LIP. Fertig. Genau, aber ich wollte auf die vier schnuckligen Dateisysteme zu sprechen kommen, die nämlich eigentlich weitgehend überhaupt keine echten Dateisysteme sind. Denn wenn man so mal sich so eine Platte anguckt, so die einfach mal ausbaut und mountet, dann wird man sehen, dass sys, proc, dev weitgehend und run endlich einfach mal leer sind. Wenn man so ein System aber in Betrieb hat, wird man sehen, dass zum Beispiel proc so überhaupt nicht leer ist. Was das ist, das sind so Pseudo-File-Systeme. Und was die machen, ist, die repräsentieren zum Beispiel im Fall von proc und sys, repräsentieren die einfach so eine Art Schnittstelle zum Kernel. Was ich hier habe, sind sämtliche Prozess-IDs. Und kann zum Beispiel, indem ich mal in so eine Prozess-ID reingehe, zum Beispiel proc die 115 nehmen wir mal, Ruhe von den Plätzen. Da habe ich dann, ja genau, ich darf da jetzt nicht lesen, weil ich nicht root bin, aber wir sehen, dass wir hier so Dinge haben wie, wir haben die, wir haben so die Command-Line, das ist die Command-Line, in der das Programm gestartet wurde, wir haben so File-Deskriptoren, wir haben Memory-Informationen, wir haben Attribute und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, da kann ich quasi aus dem File lesen. Was ich aber eigentlich mache, ist, ich rufe so eine Kernel-API auf. Denn die Prozesse werden ja alle vom Kernel gemanagt, und damit ich nicht irgendwie ständig so eine Kernel-API benutzen kann, kann ich einfach aus dem File lesen, weil das irgendwie geil ist. Genau, und bei sys ist es ähnlich, während proc sozusagen das direkt, ich kann zum Beispiel auch mit cut proc uptime mir die Uptime des Systems anzeigen lassen. In Unix Zeit. Das, da frage ich im Prinzip auch den Kernel an, und der Kernel sagt mir dann, ja, mein System ist schon so lange am Laufen. Genau, sys ist sowas ähnliches, nur sys ist dann mehr so mit Geräten und Devices. Da liegen zum Beispiel Festplatten, die ich anschließe, und USB-Sticks, die ich anschließe und so weiter und so fort. Und da kann man zum Beispiel auch reinschreiben, ich kann da mal ein Beispiel zeigen, wie man das benutzen kann. Das ist einfach so eine Regel, die ich mal geschrieben habe. Immer sobald ich mein, ich habe zu Hause eine Ultrabase, in dieser Ultrabase steckt eine Festplatte drin. Und wenn ich mein Laptop auf die Ultrabase stecke, kann ich auf diese Festplatte zugreifen. Im Prinzip. Die Festplatte in der Ultrabase ist aber ein interner Anschluss, also zählt als interner Anschluss. Infolgedessen, wenn ich das Gerät im Betrieb auf die Ultrabase stecke, wird er diese Festplatte nicht sehen. Weil er die internen Anschlüsse immer nur dann abscannt, wenn er bootet, so allgemein. Denn sind ja interne Anschlüsse. Das heißt, er muss sich ja nur einmal scannen und dann ist ja alles da. Da wird sich ja schon nichts verändern. Ja, Flöte bietet in dem Fall halt schon. Und was ich hier halt mache, ist, ich schreibe einfach hier so ein entsprechendes Kommando in eine entsprechende die Datei, nämlich in sys-class und dann den scsi-host und die Hostnummer, der das Ding halt zufällig gerade hängt, die ich durch Experimentieren herausgefunden habe, und in die Datei scan rein. Was das macht, ist, das sagt dem Kernel, du scan mal diesen Bus neu. Da könnte was passiert sein. Und dann scannt er den Bus neu und dann sieht er, oh, da ist eine Platte aufgetaucht, habe ich ja gar nicht mitgerechnet, und dann habe ich die Platte von keiner Datei. Das ist so eine praktische Anwendung für sys. Genau, für proc ist das halt ähnlich. Proc ist halt mehr so kernintern und so weiter und so fort. Und run ist auch so ähnlich. Run ist auch ein Pseudo-File-System. In run stecken Informationen über den aktuellen Root drin. Schauen. Run
In Run League zum Beispiel liegen so Pitfalls, wo so eine Process-ID von irgendeinem Prozess drin liegt. Oder so Block-IDs, oder hier irgendwelche UDIF-Geschichten oder UDIS. Alles, was so wählt, nachdem das Gerät startet, ist so im Betrieb anfängt und was man vielleicht so wissen möchte, wenn man ein Prozess ist, der auf diesem System arbeitet und irgendwas tut. Und da kann man halt dann entsprechende Informationen abfragen. Genau, und Dev, um das Ganze abzuschließen, sehr gut. Dev ist nichts anderes als eine Sammlung von Festplatten und anderen Devices, zum Beispiel hier SDA, SDB, sind die Festplatten, die einfach repräsentiert sind in Form von Dateien. Die existieren auch nur, wenn ich gerade so einen laufenden Kern habe, der irgendwelche Geräte hat. Aber dadurch, dass es Dateien sind, kann ich entsprechend sehr angenehm damit operieren. Kann zum Beispiel einfach von der Festplatte lesen, Raw Bytes, kann auf diese Festplatte schreiben und solche Späße. Genau. Wer hat schon mal mit Changeroot gearbeitet? Okay. Was Changeroot macht, ist, wenn ich zum Beispiel so einen Computer habe und der bootet einfach gar nicht mehr. Sollte nicht passieren, kommt hin, dann doch mal vor. Was ich machen kann, ist, ich kann einfach mit dem Live-System starten und ich kann dann in meine Festplatte mounten und dann in das Dateisystem von diesem System, was ja nicht bootet, rein Changeroot. Ich change sozusagen mein Root-File-System. Und was man dann sehen wird, ist, dass genau diese drei diese vier Dev weitgehend leer sein wird und dass nämlich insbesondere Proc und Sys leer sein werden. Da das ja mehr so Interfaces sind, die der Kernel bereitstellt, muss ich vorher dafür sorgen, dass ich dieses Dateisystem umschiebe in das neue Changeroot. Wenn ich es nämlich nicht mache, dann sage ich zwar, ich habe so einen Kernel und der hat so Schnittstellen und ich springe jetzt mal weg und ich nehme den Kernel einfach nicht mit. Und infolgedessen sind diese Dateisysteme einfach leer. Und ich kann dann dummerweise auch nicht mehr auf diese Weise mit meinem Kernel interagieren, was dann nicht ganz so cool ist meistens. Das heißt, wenn ich in das neue System reinspringen möchte und mit dem neuen System auch wirklich arbeiten möchte, muss ich vorher halt die entsprechenden Dateien, beziehungsweise die entsprechenden Verzeichnisse beinmachen, dass ich da auch im neuen System verfügbar habe. Denn ansonsten lasse ich halt einfach meinen Kernel irgendwo liegen. Und der macht dann halt Dollarzeichen Dinge. Falls sich also jemand gefragt hat, warum er beim Changerouten vorher diese Dateien noch umbiegen muss, oder diese Verzeichnisse noch umbiegen muss, das ist der Grund, warum man diese Verzeichnisse umbiegen muss. Genau, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Gut, dann wäre es das von meiner Seite. Gibt es soweit Fragen? Alle Klarheiten beseitigt? Okidoki, machen wir so. Dann danke für die Aufmerksamkeit, hoffe, es war in gewisser Weise erleuchtend. Und wünsche noch einen angenehmen Abend. Ja, also ich habe gerade keine Lust, zu spielen. Vor allem, manchmal ist es so, jetzt kann man das nicht.